Zwei spannende Reportagen mit tollen Bildern und Begegnungen mit Menschen im DLR erwarten Sie im Magazin 147, das zum Tag der Luft- und Raumfahrt 2015 erscheint. Gipfelflug bei Mitternachtssonne ist unsere Titelgeschichte. Für diese Reportage von einer Flugkampagne über Grönland und Island haben unsere Wissenschaftler faszinierende Bilder mitgebracht, die wir Ihnen im Magazin gern zeigen. Unser Forschungsflugzeug Falcon war gemeinsam mit einer Maschine der NASA über Island und Grönland unterwegs. Ein neues Lasermessgerät, ein Windlidar, sollte getestet werden. Mit ihm will man künftige Winddaten aus hohen Atmosphärenschichten nutzen, um Wetterprognosen genauer zu machen. Doch damit die Mission als Erfolg verbucht werden konnte, brauchte man neben gutem Wetter auch Vergleichsdaten vom Boden. Und vor allem keinen Hangar, dessen Tor im entscheidenden Moment hakt und die Falcon gefangen hält. Den Bericht, den Projektleiter Oliver Reitebuch und Forschungspilot Philipp Weber von dieser abenteuerlichen Flugkampagne mitbrachten, lesen Sie in unserer neuen Magazinausgabe. Die zweite Reportage widmet sich Morpheus 5. Diese Forschungsrakete hat mehrere materialphysikalische Experimente an Bord und erlaubt 6 Minuten Forschung ohne die Wirkung der Schwerkraft. Damit sie abheben und auch wieder heil landen kann, muss der Wind mitspielen. Er hat das letzte Wort, so auch unser Titel für diesen Bericht. Der Tag der Luft- und Raumfahrt in Köln war uns auch Anlass, einmal Wissenschaftler von diesem DLR-Standort vorzustellen, die nicht nur von ihrem Arbeitsalltag, sondern auch von ihrer Freizeitbeschäftigung Überraschendes zu erzählen haben. Sie lernen einen Mikroskopspezialisten kennen, der gern mal die Optik wechselt und Orchideen fotografiert, auch auf unserem Forschungsgelände übrigens. Sie lesen von einer Begegnung mit Albert Manero, der nicht nur Werkstoffforscher, sondern auch engagierter Mitstreiter in einem sozialen Projekt ist, das sich freiem Zugang zu Know-how für eine Prothesenfertigung mittels 3D-Druck widmet und damit vor allem Kindern helfen will. Das alles und die Ihnen vielleicht schon bekannten Rubriken in Museen gesehen und Rezensionen finden Sie in unserer neuen Ausgabe des Magazins, die Sie wie immer kostenfrei bestellen können unter dlr.de.